Ja, hallo. Erstmal herzlich willkommen in unserer neuen Küche. Die Küche wurde finanziert mit Gemeindemitteln und aber auch mit Mitteln aus dem Landkreis, vom Demografieforum, um genau zu sein. Im Mai 2021 stellte ich einen Antrag für die Küchensanierung im Dorfgemeinschaftshaus Mödlo. Das heißt, die Sanierung beinhaltete Fliesenarbeiten, Trockenbauarbeiten wie auch Elektroarbeiten. Es wurden mehrere Angebote eingeholt. Dauerte natürlich alles seine Zeit, Planung, Angebote einholen. So, und in diesem Zeitraum hatten wir die Möglichkeit, beim Demografieforum einen Antrag für eine neue Küche zu stellen. Den Antrag stellte 3 e.V., also Olga Bogiert. Und ja, wie erwartend hatten wir im Dezember den positiven Bescheid. Anfang April hatten wir dann den Installationsplan für die Küchenmöbel und somit konnte die Sanierung beginnen und wurde auch Mitte Mai abgeschlossen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Was uns sehr entgegenkam, war eben das Demografieforum. Der Antrag für die Küche zum Beispiel war sehr unkompliziert und wir bedanken uns wirklich für das entgegengebrachte Vertrauen. Ja, und für die unkomplizierte Abwicklung. Also in den nächsten Jahren streben wir die Dachsanierung an, wo die allerdings 20.000 Euro kostet. Wir brauchen dafür natürlich noch viel Unterstützung und das ist unser großes Ziel, aber wir gehen davon aus, damit wir das auch erreichen können.